Willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Servicezeit. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind und wollen heute über ein sehr sensibles Organ, über das Herz sprechen. Aber Frau Ehlin, wir wollen zunächst mal so ein klein bisschen zurückschauen auf unsere vergangene Sendung. Da gab es ja einen richtigen Run auf das, was Sie da unseren Zuschauern empfehlen konnten, ne? Ja, scheinbar hat sich's in der Praxis bewährt. Das haben sehr viele Leute gekauft und es sind auch Leute, die es nachgekauft haben und die gesagt haben, seit Jahrzehnten sind sie zum ersten Mal schmerzfrei. Ist also wirklich wohl eine tolle Sache. Dass vielleicht für den, der nicht gesehen hat, wir hatten welches Thema? Wir hatten Arthrose und das neues Medikament Flexisec, das den Knorpel wieder mit Flüssigkeit versorgt. Genau. Also vielleicht ja doch mal in Ihrer Apotheke nachfragen. Wir sind heute in der Apotheke am Jahnstadt. Schon wieder Inhaberin Inge Ehlin an meiner Seite. Frau Ehlin, Herz und Hirn in enger Verbindung, wie ist das zu verstehen? Vielleicht fangen wir mal so an, es wird ja viel gesprochen über das gebrochene Herz. Ist denn das medizinisch erwiesen, dass es sowas gibt? Ja, es ist medizinisch erwiesen. Es hat auch einen englischen Namen, das Broken Heart Syndrom. Mhm. Man hat festgestellt, dass jemand mit vermutetem Herzinfarkt eingeliefert wurde. Man konnte aber nichts weiter feststellen, als dass die Herzspitze wie gelähmt war. Mhm. Und das wird sehr viel untersucht und ist auch jetzt nachgewiesen, dass seelischer und psychischer Stress, wie zum Beispiel der Tod eines nahen Angehörigen, Ärger, Konflikte, Streit, sich ungerecht behandelt fühlen, solche Sachen, zu einer Verkrampfung des Herzmuskels und der Adern führen. Und besonders ist oft die Herzspitze davon betroffen und führt auch zu einer Minderdurchblutung des Herzens. Wie wirkt sich denn nun eine depressive Verstimmung auf das Herz aus? Es gibt verschiedene Risikofaktoren für einen Herzinfarkt. Und da ist neben Hinterrauchen und Diabetes die Depressivität an dritter Stelle noch vor dem hohen Blutdruck als Ursache oder als Risikofaktor, was zum Herzinfarkt führen kann. Früher war der Herzinfarkt als Managerkrankheit bekannt, dass Leute, die sich zu viel zumuten und ständig im Stress stehen, also im beruflichen Stress, dass die einen Herzinfarkt bekamen. Und heute sagt man, dass der psychische Stress oft die Ursache ist. Dazu gehören übersteigerter Ehrgeiz, das Gefühl ständiger Zeitnot, unterdrückter Ärger, Feindseligkeit gegenüber anderen Menschen, das führt zu Herzklopfen, das wiederum führt zu Angst und die führt wieder zu mehr Herzklopfen und das Herz kann sich diesen besonderen Belastungen in seinem Herzschlag nicht so richtig anpassen, dann passieren Herzrhythmusstörungen und das Herz wird weniger durchblutet, weil die Herzkranzgefäße sich auch verengen und es ist also so, es ist also wirklich in vielen großen Studien mit 120.000 Leuten erfasst worden, dass vor dem Herzinfarkt oft sehr großer Ärger und große Aufregung stattgefunden hat oder das Gefühl dessen da ist. Nun sprachen Sie die Manager an, die immer sehr im Stress sind, aber man merkt es ja selber auch, der ganz normale Alltag bei fast allen von uns sorgt für Stress. Wie wirkt sich das denn wiederum auf den Körper aus? Das vegetative Nervensystem kontrolliert ja die Atmung und den Herzschlag. Und das gerät aus dem Gleichgewicht bei Stress. Das passiert im Körper. Der Puls schießt in die Höhe praktisch. Der Herzschlag passt sich nicht an. Und dann gibt es Angina pectoris Anfälle, Herzinfarkt oder auch plötzlichen Herztod. Wie kann man denn den Stress vermeiden und damit sein Herz nun schonen? Zum einen sollte man ein bisschen Sport treiben, um den Körper auch gut zu durchbluten. Dann kann man autogenes Training machen, Entspannungsübungen und Yoga. Und man sollte seine Hobbys aufleben lassen, die man sicher mal gehabt hat. Oder sonst auch was anderes tun, was man gern tut. Zum Beispiel Konzerte besuchen. Dann sollte man aber auch sich selbst hinterfragen und sein Verhältnis zu anderen Menschen, weil oft liegt da der Kern. Man sollte versuchen, Toleranz zu zeigen und vielleicht auch mal einem zu verzeihen. Und vielleicht auch das Spirituelle ein bisschen suchen. Die Kirchen stehen alle offen und man hat in der Kirche, wenn man schon nur da sitzt, ein Gefühl der Geborgenheit.
und insgesamt die Freude wiederfinden und als Endziel versuchen, sich selbst und andere zu lieben. Gibt es denn auch Medikamente, die Sie empfehlen können, die das Herz und die Psyche schützen und unterstützen? Es gibt auch die Depression nach einem Herzinfarkt und Angstgefühle. Und die werden vom Arzt behandelt, aber mit neueren Antidepressiva. Die alten sollte man da nicht nehmen. Und selber kann man Präparate nehmen, die Herzdurchblutung fördern, wie das Weißdornpräparate. Und wenn das Herz besser durchblutet ist, kann es auch Anforderungen besser überstehen. Mhm. Man merkt ja selber, dass man manchmal richtig so ein bisschen schwach ist oder so. Und wenn man dann, also eigentlich sollte man es ja regelmäßig nehmen, aber wenn man es auch nur ab und zu nimmt, ist auch schon was. Und vielleicht auch, um gelassener zu werden, ein leichtes Beruhigungsmittel mal nehmen. Alles klar. Also jede Menge Informationen, wie man das sensible Organ, das Herz, doch etwas schützen kann. Vielen Dank, Frau Elin, für diese Infos. Liebe Zuschauer, danke fürs Dabeisein und wir hoffen, Sie schalten beim nächsten Mal wieder ein zu unserer Servicezeit.